was heute passieren wird. Aber dennoch, ja. Hamilton hier unheimlich. Der tut wirklich alles für einen Mercedes. Ja, und ja, das ist auch gut so. Denn ich will nicht... Na, rote Flagge, das könnte jetzt natürlich jetzt alles enden. Charles Leclerc für die Roten, das geht in die erste Kurve, das ist sehr eng hier. Wo habe ich Nico Hülkenberg bitte berührt? Wo habe ich den Junge berührt? Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem königlichen Park von Monza zu unserem F1 23 mit Teamkarriere mit Audi. In Season 3 geht's auch wieder hier in das Traditionsrennen schlechthin, aber... Ja, die vergangenen Jahre haben gezeigt, wir haben hier eigentlich nicht die besten Karten. Dennoch werde ich mir immer alles geben. Und das ist auch nötig bei unserer fehlenden Pace auf dieser Strecke. Aber dazu später mehr. Hier haben wir mal Monza, 5,7 Kilometer, 11 Kurven und 2 DS-Zonen. Machen das Ganze zu einer tollen Strecke, um Überholmanöver durchzuführen und. Also abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls ihr es noch nicht habt. Wenn ich mich auch gerne über ein Däumchen rumfreuen, schaut auch gerne im Social Media vorbei, Instagram, TikTok. Alles in der Bio und let's go. An Topgeschwindigkeit fehlt es uns auf jeden Fall nicht, denn wir schaffen hier unfassbare 364. Dann steht der Motor an. Turn 1 eigentlich optimal erwischt. Der Exit ist hier verdammt wichtig. Da kommen wir eigentlich gut raus und machen auch ein paar Tausendstel gut. Lando ist im Vergleich, die Zeit da oben ist im Vergleich zu Lando Norris, unserem Teamkollegen. Der ist auch hat eine Ticken bessere Runde. Das ist auch hier unser zweiter Run und wir waren jetzt 2 Zehntel in Runde oder in Sektor Nummer 1 besser. Diese Kurve war auch okay, haben wir optimal erwischt. 2 Zehntel. As Lesmo 1. Boah, der Exit hier wieder verdammt wichtig, aber gerade bei Lesmo 2 ist der Exit unheimlich wichtig. Und da komme ich ein bisschen weit neben die Strecke, dennoch mache ich hier ein bisschen Zeit gut. 2,5 Zehntel. Das ist gut. Ascari heißt nochmal alles volles Risiko gehen. Und ja, dann hoffen, dass es was wird. 2 Zehntel sind wir schneller als Lando Norris, aber es wird jetzt natürlich keine absolute Bestzeit, denn dafür fehlen uns wirklich. Vorne und hinten fehlt uns dann Zeit. 3 Zehntel, 4 Zehntel geht's rauf. Paraboliker noch halbwegs ordentlich erwischt. Und wir haben die halbe Sekunde. Und das wäre dann wirklich top. Denn da wären wir wirklich so Top 6, Top 7. Ja, wenn sich natürlich die anderen nicht stark verbessern. Das ist jetzt unser finaler Run. Wo bleibt die Uhr stehen? Nicht eine halbe Sekunde. Wir waren 96.000 langsam. Und im Windschatten des Vordermanns, das sollte heute jede Menge Überhol-Action zu sehen sein. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole, vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Leclerc, Bottas, Russell, Stroll, Hamilton, Ocon, Gasly, der Wissenschaftler, Norris, Oscar Piastri, Tsunoda, Doohan, Joe, Hülkenberg, Liam Lawson, Magnussen, Sargent, De Vries und Alex Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Sutherland, hier sind wir nun in der Startaufstellung. Es hat nur B11 gereicht. Aber ja, shit happens. Das heißt, wir müssen im Rennen ein bisschen mehr Gas geben. Let's go, wir kommen besser weg als Hamilton und Gasly. Und auch besser als Esteban Ocon. Aber dann bleibt die Uhr, ja, bleibt der Blatt schon mal ein bisschen stehen. Jetzt heißt es so ein bisschen einkorrigieren. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Ocon hier nochmal zu spät rüberzupft. Da kommt es zur Berührung mit George Russell. Aber auch Russell mit Stroll, die Berührung. Die erste Kurve hier ist wirklich unfassbar eng. Der Exit hier wichtig. Da komme ich aber nicht stark vorbei. Stroll macht das ziemlich gut. Da komme ich vorerst mal nicht vorbei. Esteban Ocon und Pierre Gasly hinter mir. Ja, da kann ich jetzt auch nicht reinhalten oder so, denn hier ist wirklich nur eine Linie, die wahre Linie. George Russell fährt hier eine richtig komische Linie, aber das ist egal, denn er geht dennoch als Führender in die erste Lesmo, beziehungsweise als sechster Platz hier von dieser Kampfgruppe. Auch die Alpine ist mir aufgefallen, die sind stärker geworden. Ja, wir haben ein bisschen an Boden verloren. Das ist leider, wird leider immer wieder deutlich. Auch das Fahrverhalten des Autos ist nicht so gut, weswegen ich mir überlegt habe, dass wir nach dem Japan Grand Prix eine Entwicklungsstrategie bzw. eine, wie heißt das, eine komplette Sparte werden wir schließen, in unserem Fall das Chassis, denn da konnte ich kaum irgendwas investieren und ich habe auch keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt irgendwas bringt.
Manche würden auch sagen Strapazierfähigkeit, aber ich werde das mal jetzt. Oh, da komme ich weit neben die Strecke, das ist gar nicht gut. Und wir sind da schon aus dem Sekundenfenster draußen. Ich muss natürlich hoffen, dass Russell und Stroll bis in den zweiten kommen. Dennoch Lewis Hamilton kommt hinter uns angeschossen. Auch Ocon hat eine richtig starke Pace und da vorne geht schon richtig zur Sache. Russell gegen Stroll. Und da geht's wirklich zur Sache. Stroll außen an Russell vorbei. Aber ob er das halten kann bis Turn 3, wird sich mal sehen. Jetzt mal hier die Start-Replay. Zu sehen ist auf jeden Fall, dass der Red Bull ein bisschen weit links steht. Und oh mein Gott, was für einen guten Start hatte denn bitte hier Sergio Perez. Der ist unfassbar gut weggekommen, konnte aber das Ganze nicht über die Zeit mitnehmen. Da kam es dann wirklich zur Berührung, denn ich habe wirklich nicht gerechnet, dass Esteban Ocon, ja, ich habe auch ein bisschen zu spät gebremst, das muss ich auch zugeben. Ja, die Berührung und vor allem auch die Verwarnung mit Russell, die ist auf jeden Fall legitim. Und Russell, ja, ich bin hier richtig im Panoramablick, habe ich hier diesen Fight zwischen den beiden Jungs hier. Die geben sich's richtig live, kostet natürlich unnormal Zeit, aber wir kommen ja sowieso nicht der Konkurrenz nach. Also ist egal, wir können jetzt mal hoffen, dass die eventuell noch ein bisschen miteinander fighten und wir da, ja, ein bisschen ticken vorbeikommen. Aber ja, sonst ist eigentlich heute noch nicht viel passiert. 19 Runden sind zu gehen und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch die beiden Jungs vor uns, wenn sie nicht fighten würden, viel, viel schneller wären. Ocon, glaube ich, ist so in unserer, naja, Leistungsstärke. Auch Hamilton, der wäre viel schneller, wenn der nicht da weiter hinten wäre. Aber ja, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich muss jetzt wirklich das Beste daraus machen. Parabolica ist halt nicht mein Freund. Ich komme da immer zu spät irgendwie rein, auch beim Rausbeschleunigen. Da fehlt es uns an Pace und ja, da geht es wieder nebeneinander. Jetzt auch Hamilton an Ocon vorbei. Das ist nicht gut für uns. Das ist gar nicht gut für uns, denn wenn der uns auch noch überholt, wird es dann nur noch 2 Punkte statt 4. Also das wären dann nicht so schön. Russell jetzt wieder der Hinterherfahrende. Es ist auch gut, wenn Russell hinter Stroll ist, denn ich glaube, die Mercedes sind ein Ticken schneller als die McLaren. Aber beide sind summa summarum wesentlich schneller wie wir. Trotzdem wäre es natürlich cool, wenn ich, wenn wir das ein bisschen schaffen würden, an den beiden Jungs da vorne vorbeizugehen. Nur die haben halt auch, ja, was DRS und so weiter angeht, immer mehr Glück. Denn ich bin immer an den Stellen, wo man dran sein sollte, zu weit weg. Und dann, wo ich nicht dran sein sollte, ja, näher dran. Hamilton jetzt im Sekundenfenster, aber das deutlich mit 5/10 könnte der den Sack jetzt zumachen. Wir dürfen natürlich einmal kreuzen und das, ja, werde ich auch machen, denn ich muss mich verteidigen. Das ist auch irgendwie klar, aber Hamilton wagt hier noch keinen Angriff. Moving under braking. Nein, machen wir nicht. Viel zu spät gebremst, aber Hamilton setzt sich da jetzt auch neben uns. Russell jetzt neben Stroll und ich glaube, der könnte da wirklich die besseren Karten haben, denn außen hat er natürlich jetzt auch die Chance in der nächsten Kurve, ist eine Linkskurve und dann könnte er da easy going vorbeigehen. Und so ist es auch. Russell jetzt wieder der neue 6. Platz. Jetzt ist es gelb vor uns und Stroll und Russell ganz, ganz nah dran. Aber ich muss auch so nah dran sein und wieder mit hier richtig im Parabolika verbremst. Und da ist jetzt Hamilton vorbei. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und schaut mal nach, wie der davon zieht. Ich hatte natürlich einen richtig grottigen Einfahrt in die Kurve, aber dennoch, ja. Hamilton hier unheimlich. Der tut wirklich alles für einen Mercedes. Ja, Podium, für ein Mercedes-Podium, nein, aber Halleluja, das war wirklich sehr weird. Halleluja. Also, Bro, das kannst du mir nicht oft antun. Das wäre echt grottig. Hier war ein Cut drin, ihr wisst, ihr seht's. I'm sorry. Aber diese Kurve ist auch wirklich, ja, ich habe sie trotzdem beschissen gefahren, trotz des Cuts. Aber wow, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass uns der da fast abschießt. Ja, das Halleluja, ja, Halleluja. Und jetzt beginnt so ein bisschen die holprige Phase, denn das sind wirklich nur noch die letzten 1-2 Runden, dass es dann in die Box reingeht. Und ich habe mir natürlich überlegt, ein bisschen früher in die Box zu gehen, um eventuell einen Undercut gegen die beiden Jungs da vor mir zu wagen. Aber das sind über 3 Sekunden, also das reichen wird, ist halt eine andere Frage. Und auch Lewis, der drückt ordentlich an und ja, so entscheide ich mich halt auch, dass ich vermutlich jetzt am Ende der Runde in die Box gehe. Und ich sehe auch, dass der Abstand sich ein bisschen verkleinert hat, sprich die kämpfen wieder. Das ist natürlich gut und auch die ersten in der Box, wir gehen jetzt auch rein, Ende Runde Nummer 9 und ich glaube, das ist eine gute Idee. Was Leclerc hier vorhatte, ich weiß es nicht, das ist glaube ich eine Spezialstrategie von Ferrari, denn weiße Reifen für die letzten 9 Runden, obwohl ich 9 Runden mit dem roten Satz ausgehalten habe, das sollte mir Fred mal erklären, aber ja, oder Laurent, na, die sind nicht mehr da. Dennoch, ja, es ist halt wirklich eine dumme Strategie gewesen. Stroll jetzt vor uns rausgekommen,
natürlich blöd, dass der nicht noch eine Runde draußen geblieben ist, denn ja, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass ja, keine Ahnung, beide noch vielleicht eine Runde fährt. Ich war vielleicht auch eine Runde zu spät drin, wenn ich Ende Runde 9 reingekommen wäre, Ende Runde 8 reingekommen wäre, hätte ich vielleicht den Undercut noch besser machen können, denn da hätten sie noch mehr Zeit verloren. Aber ja, natürlich, im Nachhinein kann man immer sagen, oh, hätte, wäre, wenn und so. Das ist natürlich, ja, dumm. Dumm. Egal, vielleicht bleibt da irgendwer im Verkehr stecken. Boah, die Kurven davon echt hardcore schneiden. Vielleicht bleibt da irgendwer hier irgendwie im Verkehr stecken und wir können dann, ja, auf unsere Chance noch hoffen. Jetzt ist die restliche Spitzengruppe in der Box, sprich auch George Russell. Und der ist natürlich unser Hauptkonkurrent. Jetzt fahren da auch die nächsten in die Box rein. Wir bekommen kein DRS und Lewis zieht ja wieder an uns vorbei. Ja, Russell ist meilenweit davon. Und ja, mein Bock geht schon ins, ja, noch tiefer wie Marianengraben. Denn es hat nichts geklappt und wir sind jetzt noch näher im Beschuss von Hamilton als jemals zuvor. Das Gute ist natürlich, dass wir nach hinten relativ abgesichert sind. Piastri mit, ja, 6,5 Sekunden Rückstand. Also der wird da nicht stark irgendwas vorerst mal machen können. Aber dennoch, es ist halt echt blöd gelaufen. Jetzt bekomme ich die Vermahnung, das ist auch verdient. Wir sind jetzt hier in Runde Nummer 11 und ja, gleiches Bild. Wir sind immer diese 1,5 Sekunden von den Vorderleuten weg und Lewis klebt uns wieder an der Backe. Auch Piastri kann nicht stark auf und es bleiben immer diese 6,2, 6,5, also immer in diesen 6er, in diesen mittleren 6er Zahlen bleiben wir eigentlich immer vom Abstand. Ja, das ist auch gut so, denn ich will nicht, na, rote Flagge, das könnte jetzt natürlich jetzt alles ändern, denn mit der Red Flag könnten wir eventuell natürlich noch einen Instinkt einziehen, der uns nicht verrechnet wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die roten Reifen halten würden, aber ich muss Risiko eingehen. Wir sind nur 8er Platz und scheiß drauf. Entweder wir nehmen die 4 Punkte mit oder wir verkacken es komplett oder wir schaffen den Restart so derbe genial, dass es dann einfach viel besser wird. Es sind nur noch 6 Runden dann zu gehen und auch mit dem angefahrenen Satz roten Reifen sollte das eigentlich funktionieren, denke ich mal. Gucken wir mal. Ich muss riskieren. Cool wäre auch, wenn man ein bisschen Benzin raussaugen könnte, aber das ist natürlich nicht erlaubt. Wegen Parkfamilie und so. Let's go hier. Restart. Runde Nummer 13. Und ja, die stehen alle mit den gelben Reifen. Lance Stroll kommt zwar besser weg, aber auch nicht viel besser wie wir. Und auch Valtteri Bottas, der hat sich für die gelben Reifen entschieden. Charles Leclerc für die roten. Es geht in die erste Kurve. Es ist sehr eng hier. Wo habe ich Nico Hülkenberg bitte berührt? Wo habe ich den Junge berührt? Was für ein geiler Restart. Natürlich hatten wir die wesentlich besseren Reifen. Ich hoffe natürlich, dass die trotz der 10% durchhalten werden. Jetzt geht's rauf hier in Kurve Nummer 3. Ich muss oder ich möchte an den Ferrari vorbei. Das wäre so geil, wenn wir an den Jungs vorbeikommen könnten. Denn dann wäre das Podium drin. Das hier auf einer Strecke. Wir haben den Ferrari-Motor drin. Das wäre natürlich noch viel geiler, wenn wir bei unserem Kundenteam oder vor unserem Kundenteam in die Box kommen würden. Jetzt gucken wir uns den Restart an. Runde Nummer 13, Doppel-Red Bull-Führung. Diesmal andersrum. Ich glaube, Perez ist Erster, oder? Nein, das ist Max, der ist 33, sorry. Der ist Erster. Und ja, da hat jemand richtig geschlafen. Da ist ein richtiges Loch gewesen. Und ich denke mal, das waren halt teilweise die Jungs mit den gelben Reifen. Wir konnten... Ach, da beim Reinziehen gab es die Berührung mit Nico Hülkenberg. Ja, den konnte ich auch nicht sehen. Also, ich musste eine Lücke suchen. Und ja, das war halt dann echt blöd. Jetzt sind wir hier in Runde Nummer 13. Ende Runde 13. Und das ist genau das, was ich sehen wollte. Der mit den schlechteren gelben Reifen greift Leclerc an, der die roten drauf hat. Das ist eine interessante Ausgehensweise. Aber, nein, da kommt jetzt auch schon Valtteri Bottas. Der quetscht sich hier an der Seite durch. Und wir müssen beten, dass sich das hier noch einmal ausgehen wird. Aber was machen wir hier? Ja, wir müssen sowieso abbremsen, da kommt es auch zur Berührung mit Carlos Sainz, der macht das ziemlich gut. Wir kommen ja immerhin noch in Turn 1 als 5-Platzierter raus. Ich meine, ja, wir können auch den 5. Platz mitnehmen und ich glaube auch, dass das jetzt schwierig wird. Denn der Glanz, mit jeder Runde vergeht der Glanz unserer Reifen und die gelben kommen zur Geltung. Denn wenn Sainz wirklich einen gelben Satz, einen frischen gelben Satz drauf hat, denke ich mal, dass der sogar noch für Leclerc eine Gefahr sein könnte. Die Red Bull, glaube ich, haben da vorne alles im Griff. Die werden das auch easy going gewinnen, aber ja, für das beschissene Rennen, glaube ich, wäre auch der 5. Platz cool. Jetzt sind wieder beide hier vorbeigezogen und ich, ja, mit einem ganz, ganz späten Manöver, dass es hier keine Strafe gab, da bin ich fast dankbar dafür. Aber ja, sind wir mal froh. Natürlich, jetzt ist es vorbei. Der Glanz der Reifen ist komplett weg. Wir haben jetzt
das Nachsehen. Die schlechteren Reifen, Leclerc aktuell noch vor Sainz, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr lange gut gehen wird. Jetzt hier noch dreimal müssen wir das Ganze überstehen und unsere Reifen werden wirklich von Runde zu Runde immer beschissener. Wird das reichen? Sadala, Lance Stroll jetzt wieder innen vorbei, da können wir aber gerade noch so in Turn 1 kontern. Jetzt sind es noch zwei Runden zu gehen und noch einmal diese lange Start- und Zielgeraden, die vermutlich auch der beste Überholspot sein wird. Hamilton jetzt wieder hinter uns, Mann, und wir ziehen schon eine richtige Kolonne. Da sind wir mit den Lücken hinter uns, aber all in all, glaube ich, ja, kann man das Ganze in zwei Lager jetzt einteilen. Das hinter Red Bull fahrende Lager und das hinter mir fahrende Lager. Jetzt Valtteri Bottas innen wieder. Das hatten wir vorhin schon. Da glaube ich, kann ich auch gut kontern. Innen gehen wir jetzt da wieder vorbei in Turn 1. Ja, der Exit war jetzt nicht ganz so sauber, aber ich glaube, das sollte noch reichen, um hier vorne zu bleiben. Es gibt keine Möglichkeit mehr, außer die bis zwischen Lesmo und Ascari, diese Geraden. Aber ich glaube, da würden es nur Psychopathen probieren. Aber wie verzweifelt ist Bottas? Wie verzweifelt ist der Finne, dass er das vielleicht hier probieren wird? Mal gucken. Jetzt gucken wir uns mal die Replays an. Und das war das erste Mal gegen die McLaren. Die haben uns da richtig auf Trab gehalten. Und ja, ich bin hier wirklich unheimlich spät an der Bremse. Aber das Gute ist, es gab wirklich keinen Crash oder so. Es gab wirklich nur meinen Unterboden, der ordentlich drunter gelitten hat. Gerade in Turn 1 über diese Polster hier drüber, das ist gar nicht gut. Wir konnten uns hier im Windschatten dann nochmal dran saugen und dann geht's dann hier tatsächlich zu dritt in Turn 1 rein. Ja, Hello Neighbor ist installiert. Ja, ein bisschen weit gegangen und beim Exit war dann ja die Berührung mit dem, ja, ich weiß nicht, wer das war, Hamilton wahrscheinlich. Jetzt wird's noch einmal interessant, letzte Kurve. Wir haben hier viele Gegner, die uns gerne catchen würden. Und es wird noch einmal knapp, aber es reicht, Leute. Wir werden hier fünfter Platz. Für das Team aus Milton Keynes nach einer vortrefflichen Leistung. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ich würde sagen, hätten wir bei Red Flag auf die gelben Reifen gesetzt, wären wir am Anfang vielleicht nicht so gut nach vorne gekommen, aber zum Schluss hin hätten wir vermutlich bessere Karten gehabt, aber ja, hätte wäre, wenn. Der fünfte Platz wäre ohne Red Flag nicht drin gewesen, das ist fix und wir beweisen uns immer noch hier und bleiben Dritter in der Weltmeisterschaft. Das ist gut, Konstrukteurs-WM haben wir, ja, ich glaube, nicht viel Punkte auf dem McLaren verloren. Blöd natürlich, dass ich Lando hier keinen Punkt sichern konnte. Ja, das ist natürlich... Damn! Aber, ja, was soll's.
das wird noch eine lange Season werden. Wir haben jetzt gerade mal das zweite Rennen der zweiten Saisonhälfte. Also eventuell passiert in Japan Gutes oder auch in den USA. Katar war auch immer eine gute Strecke. Blödsinn. Austin, glaube ich, ist ja nicht drin im Kalender. Aber ja, wir sind ja dennoch noch in Mexiko. In Las Vegas. So, jetzt haben wir es. 11 Millionen sind da und ich glaube, wir sollten mal wieder in irgendwas investieren. Neuer Sponsor. Ja, ich probiere halt wirklich, wir sollten auch hier beim Sponsor in die Richtung Risiko gehen. Denn scheiß drauf, wenn wir das Zielbonus nicht schaffen, wir bekommen ja trotzdem die wöchentlichen Einnahmen. Und umso höher die wöchentlichen Einnahmen sind, ich war da immer ein bisschen blöd. Ich habe immer geguckt, dass es schaffbar ist. Aber wenn ich natürlich gucke, dass es auch lukrativ ist und schaffbar, dann wäre es natürlich noch besser. Und die 75 Führung oder 75 Runden an einem Wochenende hören sich eigentlich schaffbar an. Müssen wir halt ein bisschen mehr im Training machen. Und ja, ich glaube, wenn man im Training 6-7 Runden fährt, im Qualifying 3-4 Runden und das Rennen dann auch noch mit 25 Runden rechnet, ist jeder circa bei 36 Runden. Also ich glaube, das könnte gut sein. Hier konnten wir endlich uns mal wieder was leisten. Ich hoffe, dass uns das endlich auf Aerodynamic Level 3 bringt. Chassis habe ich jetzt mal geschlossen. Ich habe mir auch erwartet irgendwie, dass man Geld zurückbekommt, aber das war auch klar, denn ausgegeben ist ja ausgegeben. Und ja, für heute soll es das mal gewesen sein. Es geht wieder nichts investieren, aber ich denke mal, es dauert auch ein bisschen, bis das Geld da ist. Habt ihr auch so Geldprobleme in eurer Teamkarriere? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Und ja, für heute soll es das mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank für einen krassen Support, auch auf Social Media, auch hier. Danke, danke, danke. Abonniert gern fleißig, kostenlos weiter, falls ihr es noch nicht habt. Würde ich mich auch gern freuen, falls ihr noch nicht auf TikTok vorbeigeschaut habt. IT-Gaming und ist auf Instagram und it-tobi auf TikTok. Danke, danke, danke für euren Support. Für heute war es das mal. Bis morgen oder später hier. Morgen hier oder später auf TikTok noch. Und ciao.